Geschätzter Herr Vorsitzender, liebe Mitdiskutanten, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zuerst bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung nach Brüssel ins Zentrum der Europäischen Union. In Abwandlung des Titels der heutigen Veranstaltung würde vielleicht die Schweiz, viele Leute in der Schweiz würden vielleicht sagen, weniger EU, mehr Europa. Das wäre sozusagen ein Motto. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss vorausschicken, eben Sie, trotz meinem akzentfreien Hochdeutsch, trete hier als Schweizer auf. Die Schweizer, wir sind ein neutrales Land. Wir sind bekennende Nicht-Imperialisten. Unsere Großmachtfantasien sind 1515 in den Outskirts von Milano brutal zerschmettert worden und seither hat die Schweiz sich verabschiedet von der Idee am Schweizer Wesen. Soll die Schweiz, soll die Welt genesen. Also ich bitte Sie, meine Darstellungen hier wirklich nicht als den Versuch jetzt einer Einmischung oder billige Ratschläge oder so etwas, das liegt uns fern, das machen wir nicht. Ich möchte auch vorausschicken, dass selbst in jenen Parteien, wo ich drin bin und in jenen Kreisen, die sicher zu den EU-Beitrittsskeptikern, um nicht zu sagen Gegner gehören, in der Schweiz ist es also nicht so, wie das zum Teil in der deutschen Presse dargestellt wird, dass wir ein Freudenfest hätten oder ein Spaß, wenn es der EU schlecht geht und dass wir eine Kerze anzünden oder eine Champagnerflasche auftun, wenn in der EU irgendein Problem da ist. Das ist einfach Unsinn. Die Schweiz ist ein Land, das aufgrund seiner Kleinheit, aufgrund seiner Armut naturgegeben zur Weltoffenheit verdammt ist. Wir sind weltoffen seit 700 Jahren, auch europaoffen. Und deshalb ist auch in der Schweiz, auch in den skeptischen Kreisen, das muss man einfach unterstreichen, ist auch eine enorme Anerkennung vorhanden, auch bei mir. Ich bin 25% Deutscher, meine Mutter ist in Königsberg geboren. Wir kennen die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs in unserer Familie. Eben, ich bin 25% Deutscher, Joachim, nobody is perfect. Von dort her ist auch eine sehr große Anerkennung natürlich vorhanden gegenüber der europäischen Nachkriegsgeschichte, die ja auch eine, bei allen Abgründen und Problemen eine gewaltige Wiederaufbauleistung und eine gewaltige Prosperitätsleistung ist. Das möchte ich hier einfach vorausschicken. Vielleicht am Anfang kurz mein Auftrag. Eben, man hat mich gebeten, etwas die Außensicht auf die EU zu präsentieren. Das werde ich gerne tun. Vielleicht eingangs, was ist die Schweiz? Und aus welcher historischen Erfahrung, ich bin Historiker, Publizist, aus welcher historischen Erfahrung heraus schweizerisch spreche ich? Die Schweiz ist ein Staat, ist ein Nationalstaat, ist ein Staat mit einem Staatsgebiet, Staatsgrenze, Staatsvolk, Staatsverfassung. Wir sind von unseren embryonalen Frühformen vor 700 Jahren, 1291, haben wir eigentlich unser Territorium immer verteidigt gegen den Versuch, uns von außen Regeln aufzuzwingen. Unsere Vorfahren waren der Meinung, es kommt besser heraus, wenn du ein kleines, verwundbares, zur Weltoffenheit verdammtes Land bist, wenn du, mit Voltaire zu sprechen, deinen Garten selber pflegst. Sie kennen das, Gandhi, il faut cultiver notre jardin, man muss den Garten selber pflegen und es kommt eben besser heraus, wenn die, die im Garten wohnen und das ausbaden müssen, was entschieden wird, dass die Entscheidungen dann eben besser herauskommen, als wenn man diese Entscheidungen irgendwo an einem Königshof nach Kassel, nach Paris, nach Wien oder in einem modernen Politiktempel wie hier in Brüssel delegiert. Es kommt eben besser heraus, wenn die direkt Betroffenen über alles abstimmen, was sie selber direkt betrifft und wenn man aus der Lebenserfahrung heraus politische Entscheidungen trifft. Das hat man eigentlich so gemacht. Wir haben heute einen Staat, der auf drei Säulen aufbaut. Das ist die direkte Demokratie. Kein Gesetz, kein Verfassungsartikel kann in der Schweiz in Kraft treten, ohne die Zustimmung einer Mehrheit des Volkes. Und in vielen Fällen braucht es auch eine Mehrheit, auch der Kantone, der Gebietskörperschaften dazu. Kein Zehntelprozent einer Mehrwertsteuererhöhung kann in der Schweiz entschieden werden, ohne die explizite Zustimmung des Volkes. Das ist einfach
eine Eigenheit, die wir haben. Das zweite ist der Föderalismus. Das heißt, dass eben möglichst viele Entscheidungen subsidiär in den Kantonen, in den Gemeinden getroffen werden. Und die Schweiz ist keine Insel der Seligen, sondern dort, wo die Gemeinden sind, die Basis der Schweiz, dort ist auch die Finanzkontrolle und die direkte Demokratie am ausgeprägtesten. Je höher sie im Staat gehen, desto weniger direkte Demokratie haben sie, desto mehr Geldverschwendung haben sie, desto mehr politische, was auch immer, Verwaltungsprimborium und so weiter haben sie. Aber die Gebietskörperschaft, der kantonale Föderalismus, auch der Steuerwettbewerb unter den Kantonen, das sind alles Instrumente, um die Macht der Zentrale zu brechen. Wir wollen keinen Zentralismus. Ähnlich wie die Deutschen, die lange gebraucht haben, weil sie eigentlich keine Nationalisten sind, um einen Nationalstaat zu gründen. Sie haben sich eigentlich geweigert, bis 1871 einen Nationalstaat zu gründen, weil man eben eher mit den lokalen Gebietskörperschaften, den Kantonen, würden wir sagen, verwurzelt geblieben sind, haben die Schweizer eben auch sich geweigert, einen starken Zentralstaat zu errichten. Und die dritte Säule, direkte Demokratie, Föderalismus, ist die bewaffnete Neutralität, das heißt die Absage, sich an Friedens- oder Militärbündnissen oder Bündnissen jeder Art zu beteiligen. Man hält freundliche Distanz nach allen Seiten, lässt sich aber von niemandem in eine Friedens- oder eben in eine Kriegsordnung hineinziehen. Das ist unsere historische Erfahrung. Der Kleine ist eben klein, der darf sich da nicht irgendwo einbinden lassen, um dann in den großen Abenteuer der Großen auch mit hineingezogen zu werden. Und die Neutralität ist sozusagen das völkerrechtliche Siegel unserer Weltoffenheit. Dass die Schweiz eben, weil sie klein ist, ist sie nach wie vor zur Weltoffenheit verdammt. Jetzt ganz wichtig, man sagt, die Schweiz eben ist zwar eine direkte Demokratie föderalistisch, ich würde das vielleicht noch etwas präzisieren, eigentlich ist die Schweiz die bestorganisierte Anarchie des Abendlandes. Sie haben eine derartige Vielfalt von Konfessionen, von Sprachen, wir sind eine Stammesgesellschaft unterschiedlichster Minderheiten. Man sagt immer gern, ja, man könnte doch das Modell Schweiz auch für die EU verwenden. Ich sage Ihnen einfach, die Schweiz, dieses Anarcho-Freiluftbiotop in den Bergen, das können Sie so organisieren. Aber ich weiß nicht, ob man die Vielfalt des großen europäischen Kontinents auf so ein System bringen kann. Also da halten wir uns total raus. Das funktioniert für die Schweiz, aber ich will das hier nicht als Systemexport verstanden haben. Aber hier, Selbstbestimmung auf dem eigenen Gebiet, das ist das, was unser Land zusammenhält. Nicht eine gemeinsame Sprache, nicht gemeinsame Konfession, nicht gemeinsamer Reichtum. Es ist letztlich die Staatsverfassung. Und das ist noch ganz wichtig. Ein Schweizer ist nach Definition des liberalen Schriftstellers Gottfried Keller, ein Schweizer ist eben nicht ein Blut und Bloden Bio-Schweizer. Gottfried Keller hat formuliert im 19. Jahrhundert, ein Schweizer ist jemand, der sich unter den Gesetzen des schweizerischen Souveräns wohler fühlt als unter den Gesetzen eines ausländischen Souveräns. Heute würden wir sagen, ein Schweizer ist jemand, der sich mit der schweizerischen Staatsverfassung, diesen Freiheitsbegriff der direkten Demokratie, identifiziert. Egal, ob seine Vorfahren bei der Schlacht am Moorgarten oder in Sempach oder bei Wilhelm Tell mitgekämpft haben, das spielt überhaupt keine Rolle, hat Keller gesagt. Denn wenn ein Schweizer, dessen Vorfahren am Moorgarten gekämpft haben, wenn der sich heute unter den Gesetzen eines fremden Souveräns, wir würden heute sagen unter den Gesetzen der Europäischen Union, wohler fühlt, dann ist er kein Schweizer mehr. Also der Begriff des Schweizers, der Schweizerin, ist eminent, staatspolitisch, verfassungsmäßig, Dolf Sternberger, verfassungspatriotisch definiert, wenn man so will. Also, aus diesem Blickwinkel betrachte ich die EU, aus diesem Blickwinkel versuche ich einen Ist-Zustand der EU zu entwerfen. Punkt 1, für viele Schweizer wie mich, die nicht der EU beitreten möchten, die auch nicht einen EU-institutionellen Anbindungs- oder Kolonialvertrag unterschreiben wollen, für uns ist die EU, und ich bitte das jetzt einmal nicht persönlich in dem Sinn zu nehmen, die EU ist für mich eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Die EU ist ein gut gemeinter Versuch, ein Kooperationsmodell zwischen unterschiedlichen Staaten mit unterschiedlicher historischer Erfahrung aufzubauen. Es gibt zwei
widerstrebende Vektoren. Der eine ist der französische, die Franzosen wollen einfach ein großes Frankreich, das heißt Zentralismus. Und die Deutschen, die natürlich etwas ähnlicher wie die Schweizer sind oder umgekehrt, die wollen natürlich nicht so einen Zentralismus. Das sind die beiden Vektoren und jetzt sind natürlich die Engländer bald draußen und dann werden die Deutschen einsamer in der Europäischen Union. Warum ist die EU eine Fehlkonstruktion für viele Schweizerinnen und Schweizer, wenn man sie fragen würde? Sie würden ihnen einfach sagen, ja, ist ja klar, ist ja völlig verrückt, die Idee zu glauben, du könntest eine einheitliche Währung machen, das gleiche Geld für Griechenland, Italien und Deutschland. Wie soll denn das gehen? Für die Deutschen ist der Euro viel zu leicht, das ist eine Exportsubvention, aber die Italiener und die Griechen, für die ist das ein tonnenschwerer Bleiblock, unter dem sie einfach erdrückt werden. Da können sie machen, was sie wollen und sie können auch versuchen, die Italiener genetisch umzupolen oder die Griechen, aber das werden keine Deutschen. Das ist einfach ein anderes Lebensmodell, eine andere gewachsene Kultur, das können sie nicht einfach auf dem Altar einer gemeinsamen Währung können sie das alles eintopfen und gleichschalten. Das funktioniert nicht. Die gleiche Währung ist in Portugal eine Belastung und in Deutschland eine Beflügelung. Das geht nicht. Das Zweite, wo Ihnen die Schweizer sagen wird, das geht nicht. Ja, schaut doch mal diese Migrationspolitik an in der EU. Wie soll denn das funktionieren? Schengen, Dublin. Die Italiener sind verantwortlich für die Sicherung der Schengen-Außengrenze. Aber die Italiener wissen, dass jeder, der aus Nordafrika in Sizilien die Grenze überschreitet, der möchte ja sowieso in die Schweiz oder nach Deutschland weiterreisen. Jetzt müssen die ja den jeden registrieren und dann sind sie verantwortlich für jeden einzelnen Flüchtling. Ich meine, die wären ja nicht ganz bei Trost, wenn sie diese Flüchtlinge registrieren wollen. Die geben ihnen lieber ein Zugticket in die Hand, weil sie sagen, also komm, ihr wollt ja sowieso in den Norden, habt ihr das Problem gelöst. Mir hat mal ein italienischer, hochrangiger Diplomat gesagt, ich sowieso, registrieren Sie eigentlich diese Flüchtlinge, wie Sie das müssten? Dann hat er gesagt, yes, of course. What do you think? Of course, we register alle diese Migrants. Of course. Dann habe ich gesagt, warum kommen die dann alle in die Schweiz über die Grenze in Chiasso? Well, this is a mystery. Somehow they disappear. Also, es ist gut gemeint. Und jetzt kommt der Eindruck, den viele Schweizer haben. In der EU sind alle für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Oder die Falschen sind für die Außengrenzen zuständig. Das müssen sie eigentlich hoheitlich regeln mit einer Zentralbehörde, die die Außengrenzen sichert. Aber das will man ja nicht, weil wir haben ja Mitgliedstaaten, die auch noch ihr Recht haben wollen. Also irgendwo funktioniert es nicht. Eine Fehlkonstruktion. Da sieht man an diesen beiden Beispielen jetzt etwas einfach formuliert, natürlich nicht so ökonomisch brillant jetzt aufgedröselt und aufgeschlüsselt, wie das Joachim Stabatti gesagt hat. Also das ist der Grund, der für viele Schweizer ein Unbehagen auslöst. Und das Dritte ist natürlich, wenn wir der EU beitreten würden, dann würden wir nicht mehr unseren eigenen Garten pflegen. Dann würde ja jemand anders die Regeln machen, die in der Schweiz gelten. Dann würden diese Regeln gemacht, aber eben nicht mehr maßgeschneidert für die Schweiz, sondern eben vielleicht maßgeschneidert für die Europäische Union. Das ist ja auch legitim, es darf ja auch ein Interesse der Europäischen Union geben, aber in der Schweiz wollen wir es eigentlich lieber selber. Unseren Garten pflegen, sind wir besser gefahren. Und viele Schweizer haben den Eindruck, es gehe der Schweiz wirtschaftlich besser, weil sie mit der EU hervorragend zusammenarbeitet, aber weil sie eben nicht in der EU drin ist. Ein wesentlicher Grund, dass es uns besser geht. Und wenn dann in der EU, wenn es dann heißt, ja gut, die Schweizer, das sind die Trittbrettfahrer, das sind die Rosinenpicker, das hat mir immer Ralf Stegner mit seinem immer leicht beleidigten Gesicht mehrfach gesagt im Fernsehen, dann habe ich immer gesagt, Entschuldigung, Herr Stegner. Die Schweiz gehört jetzt also wirklich noch zu den letzten Ländern in Europa, andere sind hier auch vertreten, die gegenüber der EU ihre Rechnungen pünktlich zahlt. Und zwar ohne, dass man ihnen 6 Milliarden Kredit vorher überweisen muss. Entschuldigung. Und by the way, die EU exportiert für 141 Milliarden Euro jährlich in die Schweiz, während wir umgekehrt, das ist natürlich auch wichtig, für 120 Milliarden reexportieren in die Schweiz, das heißt in die EU. Das heißt, die EU hat einen Überschuss gegenüber der Schweiz und dann soll man auch nichts ändern an dieser hervorragenden Zusammenarbeit. Aber in der Schweiz
wollen wir unsere Regeln selber bestimmen in der direkten Demokratie. Das heißt, das Volk und die Kantone sollen das letzte Wort haben. Das ist unsere Erfahrung. Mit dem haben wir uns halt irgendwie durch diese Weltgeschichte durchgeschlängelt und haben es geschafft zu überleben. Also intellektuelle Fehlkonstruktion für viele. Und jetzt vielleicht etwas der nähere Blick auf die Gegenwart, das ist etwas das Grundsätzliche. Natürlich sehr subjektiv, das ist jetzt mein Eindruck, da möchte ich jetzt nicht irgendwie für andere sprechen. Mein persönlicher Eindruck nach den letzten Europawahlen. Mir fällt auf, wenn ich in der EU bin, in unterschiedlichen Ländern, habe kürzlich auch mal ein Interview gemacht mit Michel Houellebecq, lange mit ihm gesprochen, und also auch in Frankreich, und mir fällt einfach auf, ein wachsendes Unbehagen an dieser Europäischen Union. Und Sie haben vorhin gesagt, dass die letzte Europawahl eine paneuropäische Wahl war. Das habe ich auch so empfunden. Weil plötzlich sehr viele Menschen aus dem Zustand der totalen Gleichgültigkeit gegenüber der EU plötzlich realisiert haben, um Himmels Willen, das ist ja zum Teil eine Bedrohung, was da aus Europa kommt. Und all diese Durchhalteparolen da, nein, wir haben alles im Griff, wir haben die Migration im Griff, wir haben den Euro im Griff, wir haben eure Ersparnisse im Griff, das Klima haben wir auch im Griff. Vielen Dank an den Herrn Vorsitzenden, dass Sie hier Mineralwasser ohne Kohlensäure verwenden. Damit sparen wir CO2, das ist ganz wichtig, auch im Zusammenhang natürlich mit dem Treibhauseffekt in diesem Saal. Nein, das Weltklima haben wir auch im Griff, wir haben alles im Griff. Aber irgendwie kommt diese Botschaft bei immer mehr Leuten nicht mehr an. Und die Leute, die dann aufstehen und sagen, aber hallo, funktioniert denn das eigentlich, wenn man einfach die Grenzen nicht mehr kontrolliert? Und dann findet einfach eine Migration statt und jeder, der kommt, wird dann hinterher zu einem an Leib und Leben bedrohten Flüchtling erklärt. Diese Person muss sich dann vielleicht von irgendeinem hochdekorierten Politiker erklären lassen, Entschuldigung, Sie sind ein Nazi. Sie sind ein Rechtsextremer. Und wer fragt, ja, vielleicht mit diesem Euro, das war jetzt nicht die beste Idee aller Zeiten. Na gut, Sie sind ja ganz Internationalist. Sie wollen zurück in die Zeit der Kriege in Europa. Sie wollen das kaputt machen. Mit den Rassisten und den Extremisten und den Nazis zusammen. Mir hat einmal der EU-Kommissar Barroso gesagt, als ich ihn gefragt habe, Sie, Herr Barroso, es gibt aber wahnsinnig viele Leute in der EU, die keine EU-Verfassung wollen, 2005. Wissen Sie, was er mir gesagt hat? Ja, das sind natürlich alles die Kommunisten, die Nationalisten, die Populisten und die Rechtsextremisten. Und dann hatte ich so einen kleinen Flashback in unserer Familie, frühe 70er Jahre. Mein Bruder, so lange Haare, diskutiert mit meinem Vater, Bauunternehmer, katholisch-konservativ, den Vietnamkrieg. Mein Bruder sagt, du, ich finde das nicht so gut, dass die Amerikaner dann Napalmbomben über die Vietnamesen abwerfen. Mein Vater, dann bist du jetzt auch schon ein Kommunist. Ich sagte, nein, ich finde das einfach nicht in Ordnung, was die Amerikaner machen. Ja komm, jetzt hör aber auf. Also wenn du so weiter diskutierst, können wir sagen, Moskau einfach. Und da hat mein Bruder gesagt, du hast keine besseren Argumente. Mein Vater sagt, so, jetzt gehst du sofort die Haare schneiden und dann räumst du dein Zimmer auf. Das ist die genau gleiche Gesprächssituation, die wir heute haben. Wer sich beklagt, wer irgendetwas Kritisches sagt, der wird gleich mal präventiv ein braunes Mäntelchen umgehängt. Und das merken die Leute, die sind ja nicht dumm, die spüren das. Und wenn man das macht, wenn man anfängt, die Wähler und die Skeptiker und die Bürger zu denunzieren, wenn man sie anfängt, alle zu Nazis zu erklären, dann sage ich ihnen, dann produziert man Nazis. Weil das macht die Leute wütend. Dann sagen sie, um Himmels Willen, wir zahlen euch die Löhne und da müssen wir uns noch vorführen lassen. Oder man redet mit ihnen wie mit Schweren. Mit Behinderten oder mit allein Patienten, nein, sie verstehen es einfach noch nicht so gut, oder sie haben noch nicht unsere geniale Rhetorik noch nicht so gut. Also kurzum, wir haben in der EU ein wachsendes, legitimes Unbehagen, das aber auch, weil eben die Eliten auf die Art und Weise reagieren, wie sie reagieren, eben auch in einen Radikalismus und in einen auch zum Teil tatsächlich gefährlichen politischen Extremismus umschlägt. Und hier frage ich halt immer, ja, wer ist am Schluss dann eigentlich der Auslöser dieses Extremismus?
Sind es diese Spinner, die die Situation ausnützen? Oder sind es vielleicht nicht auch diese Politiker, die dann eben jeden Skeptiker in so eine extreme Ecke schieben und damit dieses Unbehagen auch erst produzieren? Schauen Sie sich mal die amerikanischen Wahlen an, was dort passiert ist. Dort haben die Zeitungen, und die Zeitungen sind natürlich auch Teil dieser ganzen Anschwärzungsmaschinerie und dieser eigentlich diese Denunzierung der Bürgerinnen und Bürger und der Skeptiker. Schauen Sie mal an, was die Medien in den Vereinigten Staaten gemacht haben bei Trump. Das sind ja gar keine Journalisten mehr, das ist ja gar keine Berichterstattung mehr. In den amerikanischen Wahlen, beim Brexit, aber auch bei diesen Europawahlen, sind die meisten Journalisten und Zeitungen Partei im politischen Kampf. Fertig. Und da geht es nicht mehr darum, etwas zu erklären oder die auszuleuchten, was vielleicht die Motive dieser oder jener Leute sind. Sondern es geht einfach darum, zu lauern, bis einer vielleicht irgendein verfängliches Adjektiv sagt. Ich habe sicher auch schon viele, auch jetzt in dieser Rede schon gesagt, ganz verfängliche Adjektive, damit man ihm wieder ein Mäntelchen anhängen kann. Wie gesagt, anfangs der 70er Jahre hätte man gesagt, Moskau einfach, heute sagt man, was auch immer, Populismus einfach, Extremismus einfach. Also die Medien haben hier natürlich massiv, sind hier massiv Partei. Und das ist auch gefährlich, weil Demokratien sind die Staatsform der Alternativen. Und wenn die Alternative nicht mehr da ist, haben sie auch keine Demokratie mehr, dann sind sie mehr oder weniger stimmungsmäßig in Nordkorea. Also, wenn es so geschrieben wird, dass die Wahl eines Donald Trump oder eines Viktor Orban schon der Ausdruck einer tiefen, moralischen Verkommenheit desjenigen ist, der vielleicht so eine mögliche Stimmabgabe in Erwägung zieht, dann stimmt einfach etwas nicht mehr. Und jetzt noch einmal. Das realisieren die Leute da draußen. Und deshalb haben eben dann Parteien oder eben auch zum Teil extremistische Bewegungen Zulauf. Und das zum Beispiel verfolge ich oder verfolgen wir auch in der Schweiz mit Sorge. Wir sagen, ihr müsst um Himmels Willen die Bürger ernst nehmen. Herr Henkel hat sein Leben lang in der Industrie gearbeitet. Meinen Sie, ein Industrieller könnte sagen, das interessiert mich doch einen feuchten Kehricht, was meine Kunden wollen. Meine genialen Ideen müssen auch gegen den Kunden durchgesetzt werden. Das ist das Rezept in der Wirtschaft für den Untergang. Und der Politik in der Demokratie funktioniert es auch nicht. Sie müssen die Bürger ernst nehmen. Und das passiert nicht und das produziert ein Unbehagen. Jetzt noch kurz zu dieser Wahl, zu dieser Europawahl. Da habe ich einfach in der Schweiz etwas in Zeitungen gelesen, auch in Deutschland. Und habe ich ungefähr bei allen die gleiche Schlagzeile gelesen. Ja, der Ansturm der Populisten, der ist in sich zusammengefallen. Der Sturm war nur ein laues Lüftchen. Glück gehabt. Wie sie Thornton Wilder schrieb, with the skin of our teeth. Wir sind gerade noch einmal davon gekommen, das europäische Zentrum hält. Und der Ansturm der Goten und der Hunnen und der was auch immer, der konnte noch einmal rechtzeitig abgeblockt werden. Haben sich alle auf die Schulter geklopft. Sogar die NZZ hat das geschrieben. FAZ auch, alle. Von den Öffentlich-Rechtlichen müssen wir ja gar nicht mehr sprechen. Da habe ich mal diese Resultate angeschaut. Da habe ich gesagt, das ist auch noch eine interessante Deutung. Aus meiner Sicht ist also bei diesen Europawahlen ist die EU also durchgeschüttelt worden. Das war ein Erdbeben. Und jetzt müssen wir mal in die großen Staaten hineinschauen. Schauen Sie mal an, was in Frankreich passiert ist. Da ist der oberste EU-Zentralismus-Turbo, der Mann, der bald auch die Ozeane teilen kann, Herr Macron, musste sich geschlagen geben einer Person, die er ja schon in den Wahlen in seinem Land einmal so vorgeführt hat, dass die am Boden lag. Der musste sich von diesem Rassemblement National, da bin ich also froh, dass wir so etwas in der Schweiz nicht haben, musste sich da geschlagen geben in Frankreich. Müsste sich ja mal vorstellen, was das für eine Verschiebung ist, wenn eigentlich eine Säule dieser EU derart abgestraft wird, sogar gegen Le Pen verliert. Also das ist für mich Alarmstufe Rot in diesem Bereich. Schauen wir mal nach Deutschland. Was ist denn dort passiert? Gibt es eigentlich die SPD noch? Oder hat sie sich... Hat sie schon aufgegeben? Nein, die machen auch noch weiter. 2,3%. Nein, das ist ja... Verdampft, die sind auf dem historischen Tiefstand. Die staatstragenden, EU-tragenden Parteien, die CDU, die alles nachmacht, was die SPD macht, eifert ihr jetzt auch auf den Schrumpfkurs nach.
Und versucht sie auch dort noch zu übertreffen. Das heißt, sie haben dort jetzt zwei Parteien staatstragend, die auch in sich zusammengefallen sind. Das hat ein, die AfD hat, glaube ich, plus 40% gemacht. Also das sind gewaltige Verschiebungen, die man hier nicht zur Kenntnis nehmen will. Und jetzt kommt der Trick, jetzt kommt die PR. Sie haben ja hier sicher sehr viele hochbegabte PR-Beauftragte in diesem Parlament und in Brüssel. Und die haben gesagt, haha, aber die EVP, wir sind immer noch mit der Nase vorne. Aber wissen Sie, wie Sie das geschafft haben? Mit einem kleinen arithmetischen Trick. Sie haben einfach die Partei von Viktor Orban, den Sie vorher rauswerfen wollten, den haben Sie einfach bei den Stimmen wieder dazugezählt, damit es etwas besser aussieht. Und da merken Sie, wir sind jetzt schon fast etwas bei diesen Hütchenspielen, mal mit den verschiedenen Tricks da. Also kurzum, da ist einiges durcheinander geraten. Das Unbehagen ist real, es wird immer größer, es artikuliert sich an den Urnen und man wird diesem Unbehagen nicht beikommen, wenn man weiterhin auf dem Herrenreitersitz oben hockt und mit der Reitpeitsche dem skeptischen Volk eins aufs Maul knallen will. Das wird nicht funktionieren, meine bescheidene Meinung. Wie weiter? Letzter Punkt, jetzt gehe ich wieder zur Schweiz zurück. Die Schweiz möchte mit der EU, mit allen EU-Staaten hervorragende Beziehungen haben. Wir haben überhaupt kein Problem. Wir verfolgen diese Entwicklungen eher mit Sorge. Und ich sage, ja, bilaterale Zusammenarbeit. Wir sind auch Europäer. Wir waren auch hier, immer schon hier. Aber unsere Skepsis richtet sich einfach gegen das aktuelle institutionelle Modell, das wir für nicht nachhaltig anschauen. Aber wenn die EU sich eher in Richtung einer politisch dezentralisierten Freihandelszone entwickelt, dann ist die Schweiz ein natürliches Mitglied einer solchen Union, aber eben selbstbestimmt auf ihrem Hoheitsgebiet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.